Have lots of fun. Enjoy that. Take care. So, servus und grüß Gott. Herzlich servus, willkommen hallo. Auf servus. Der Bits and Pretzels Bühne. Lieber Herr Kahn, lieber Oliver, schön, dass du hier bist. Und bevor wir über dein Unternehmen Goalplay reden, schauen wir uns einen kleinen Film an. Dann haben Sie den besten Eindruck, worum es gleich geht. Bitte schön. Bist du bereit, hart an dir zu arbeiten? Bist du bereit, jeden Tag besser zu werden? Bist du bereit, ein kompletter Torspieler zu werden? Dann werde ein Goalplayer. Goalplay ist für alle Torspieler und alle, die es werden wollen. Mit professionellem Training und Equipment macht dich Goalplay stark im Spiel und stark im Kopf. Ich begleite dich auf dem Weg zum erfolgreichen Torspieler. Mit Goalplay kannst du zum Besten werden. Ein beeindruckender Trailer, den du uns mitgebracht hast. Wir produzieren ja auch und das ist ziemlich emotional. Also ich habe fast Gänsehaut bekommen. Aber für alle, die es nicht mitbekommen haben, was ist Goalplay? Naja, wenn man sich überlegt, dass 80 bis 85% aller deutschen Fußballvereine, und da sprechen wir von 26.000 Vereinen, dass die keinen wirklich gut ausgebildeten Torwarttrainer in den Jugend- oder auch in den Amateurbereichen haben, dann ist das schon mal eine Hausmarke. Und ich kann das ja selber auch beurteilen, als ich mit meiner Karriere begonnen habe vor vielen, vielen Jahren, ist ja fast schon 3-4 Jahrzehnte jetzt mittlerweile her. Auch ich hatte im Jugendbereich, es gab keine wirklichen Trainer, keine Trainer, die speziell auch ausgebildet waren, um eben mit dem Torwart ein zielführendes, ein richtig gutes Training zu machen, dass man auch wirklich besser wird. Und ich musste mir irgendjemanden suchen, irgendeinen Betreuer von irgendeiner Mannschaft, gesagt, hör mal, kannst du mal ein bisschen mit mir Training machen? Und dass sich das bis heute nicht geändert hat, ist schon erstaunlich. Und wenn es in Deutschland schon so ist, dann kann man sich ausmalen, weil wir ja wirklich sehr gute Ausbildungssysteme haben, wie das erst in anderen Ländern dann auch ist. Es ist wirklich erstaunlich, dass sich da nichts auf dem Gebiet getan hat. Jetzt ist dein Unternehmen Goalplay ein sehr junges Unternehmen, gegründet im Oktober. Ja, wir haben es jetzt, genau, wir haben es jetzt 2016? Im Oktober 2016 ins Leben gerufen. Und die Frage ist ja jetzt, wie können wir dieses Problem lösen und was liegt näher als unserer Zielgruppe, also den Torhütern im Amateurbereich und natürlich auch den ganzen Jugendtorhütern, was liegt da näher als ihnen einen digitalen Torwarttrainer anzubieten? Wie schaut der aus? Oder was habt ihr euch aufgehört? Ihr habt eine Plattform aufgebaut, es gibt Trainingsvideos online, also ich habe mir die auch alle angeschaut, die sind wirklich sehr hochwertig produziert, also wirklich schön gemacht, aber ihr seid jetzt erst in der ersten Stufe am Aufbau, wie schaut die Idee konkret aus? Was kann ich mir unter einem digitalen Torwarttrainer vorstellen? Ja, man hat es eben ja so ein bisschen an den Videos gesehen, der digitale Torwarttrainer sind natürlich noch mehrere Steps, du hast es richtig gesagt, wir sind jetzt im Oktober an den Start gegangen. Und da kommen natürlich noch einige Steps dazu. Der erste war jetzt, dass wir Trainingsvideos, viele, viele Übungen, die natürlich auf einer ganz bestimmten Philosophie, auf einer ganz bestimmten Trainingsphilosophie, das heißt, wir haben mal geschaut, was gibt es denn da draußen eigentlich alles, wie wird denn da trainiert und was wird denn da den jungen Torhütern alles so erzählt und haben dann eben die Quintessenz irgendwo rausgefiltert und haben dann unsere Philosophie an Training entwickelt, eben auch an diesen Trainingsübungen, die wir dann wirklich High-Tech-mäßig auf allerhöchstem Niveau jetzt auch produziert haben. Man hat es ein bisschen so gesehen, dass man eben, wenn man so auf YouTube schaut, was findet man da? Da findet man ein paar Videos, wie der ein oder andere Torwart die Bälle in die Hand geschossen bekommt. Da soll man dann was draus lernen. Das heißt, lernen heißt ja immer auch visualisieren. Das heißt, ich schaue etwas an und dann, wenn ich so veranlagt bin, lerne ich daraus etwas. Deswegen haben wir eben neueste Technologie verwendet, dass man sich wirklich in aller Gänze diese ganzen Trainingsvideos anschauen kann und dann das Wichtigste eben auch rausziehen kann. Mhm. Und du weißt natürlich, wovon du sprichst, also eine Analyse und das Handwerk, das weißt du, woher das kommt. Was ist denn deine Rolle jetzt im Unternehmertum? Ich habe auch gelesen, du hast in Österreich studiert, also Wirtschaft studiert, du hast einen MBA gemacht. Was ist jetzt deine Goalplay, Rolle? Goalplay ist nicht so jetzt das erste Unternehmen, bei dem ich jetzt, oder was ich jetzt mitgegründet habe, sondern ich habe ja 2008 meine Karriere beendet und habe dann, hast du es richtig gesagt, nochmal studiert, nochmal MBA gemacht und um mich eben dann in diese Welt, in diese Unternehmerwelt auch wieder so Step by Step vortasten. Ich glaube, das ist nichts, was man
jetzt so von heute auf morgen macht. Das ist schon auch eine gewisse Entwicklung. Und ja, meine Rolle ist wie die eines jeden Gründers. Man fängt an mit 2, 3, 4 Leuten und ist im Grunde für alles zuständig. Das geht von der Logoentwicklung bei Goldplay bis dann letztlich zur Internationalisierung, bis eben auch zur Produktentwicklung. Ich habe es ja eben gesagt, der digitale Torwarttrainer. Jetzt haben wir gerade mal sehr, sehr hochwertige Videos produziert. Natürlich geht es da auch in Zukunft um Technologie, es geht um Wearable-Technologie, es geht um VR-Technologie. Wenn ich mir überlege, ich hätte in meinem Wohnzimmer zu Hause mit so einer seltsamen Brille, wo man erstmal ein bisschen komisch aussieht, Torwarttraining machen können. Das stelle ich mir lustig vor. Das wäre schon, wär schon was ganz, ganz Außergewöhnliches gewesen. Also im Grunde, wie gesagt, vom Logo bis zur Internationalisierung, über die Produktentwicklung und natürlich über das Branding, auch über die ganze Markenentwicklung von Goldplay, überall bin ich dabei und das macht natürlich auch eine Menge Spaß. Oft ist es ja so, du hast auch einen Geschäftspartner, aber oft ist es so, dass die Rollen halt verteilt ist, sind, aber du bist da überall wirklich aktiv auch mit dabei und ihr habt auch oder entwickelt auch Torwart-Handschuhe. Ja, ist richtig. Wir verstehen uns ja als ganzheitliche Marke. Schreckliches Wort, ganzheitlich, kennen wir alle. Aber das heißt, wir wollen alles dem Torspieler. Werden sich sicherlich vielleicht der ein oder anderen fragen, was redet der da eigentlich? Was meint der da mit dem Torspieler? Deswegen ja auch Goalplay. Ich meine, wir alle wissen ja, das Torwartspiel hat sich weiterentwickelt. Der Torwart ist ja nicht mehr der, der da hinten drin steht und wartet, bis der Ball kommt, sondern er ist zum 11. Feldspieler geworden. Das heißt, er wird mit ins Spiel einbezogen. Er ist auch derjenige, der den Spielaufbau betreibt. Vielleicht ist er irgendwann mal auch ganz vorne mit dabei. Aber was war die Frage nochmal? Was ist der Markenkern? Ich habe gemeint auch, dass du Torwart-Handschuhe und du hattest ja jahrelang diese an auch. Ja? Also du weißt, ganzheitlicher Ansatz, ne? Genau, von der digitalen App und von den Videos bis hin auch zu Produkten oder auch Camps, wo junge Menschen mitmachen perfekt, können. Du bist einfach perfekt informiert, du weißt alles. Natürlich digitaler Torwarttrainer ist das eine Produkt, sicherlich hochspannend auf der digitalen Seite. Natürlich gibt es physische Produkte, das ist ganz klar. Der Torwart braucht das Beste am besten. Das beste Equipment natürlich und da geht es gerade, ich habe vorhin gesagt, ich war sehr involviert auch in die Produktentwicklung, ist ja klar. Ich habe 20 Jahre gerade diese Torwart-Handschuhe, das ist das Heiligtum für jeden Torwart. Und vielleicht denkt man, oh, Handschuhe, ja, ist ja nett. Aber wirklich qualitativ hochwertige Torwarthandschuhe zu produzieren, das ist ein absoluter Wahnsinn. Und wir haben über ein Jahr jetzt gebraucht, bis wir die Handschuhe dann auf den Markt gebracht haben. Und als drittes Standbein des Unternehmens Goldplay sind eben diese Camps, die wir veranstalten. Im Moment sind wir dabei in ganz Deutschland, weil wir wollen ja auch anfassbar sein. Wir wollen ja greifbar sein, auch für unsere Kunden, für unsere Zielgruppe. Und deswegen veranstalten wir Torwart-Camps rund über Deutschland. Da kommen die Jungs zu uns und das heißt Train and Fight Challenge. Warum? Die Jungs und Mädchen sind ja auch Mädchen dabei. Die sollen da trainieren, sollen eben unsere Programme erlernen, aber sie sollen es dann auch umsetzen. Das ist ja, um das geht's. Ich will ja kein Trainingsweltmeister werden, sondern ich muss es irgendwann auch im Spiel umsetzen. Das tun sie in dieser Train and Fight Challenge. Ich meinte, dass das halt sehr also nochmal zusammengefasst. Goldplay besteht im Endeffekt aus drei Bausteinen. Das eine ist die digitale Welt, das andere ist die physische Welt und als drittes haben wir eben diese unterschiedlichen Camps, die wir veranstalten. Aber ich finde das von der Idee her sehr gut und auch beeindruckend, dass du da sehr tief drin bist in den ganzen Themen und da wirklich mitmachst. Siehst du dich auch ein bisschen so als Mentor oder wie wichtig ist dir auch der Wissenstransfer? Du hast es auch angesprochen, wie du damals jung warst, da gab es nichts und man konnte kaum mit irgendjemandem reden. Also siehst du dich auch ein bisschen in diese Rolle, Entschuldigung. Ja, da bist du ja sehr, sehr nah am Kern im Grunde des Ganzen. Das heißt, warum tun wir das oder warum haben wir Goldplay gegründet? Es geht uns nur darum, die Jungs und Mädchen einfach in ihrer Welt, in ihrer Torwartwelt besser zu machen. Und meine Aufgabe ist es ja, mit der Erfahrung, die ich über 25, 30, fast 40 Jahre auch als Jugendspieler im Fußball habe, da ja der Mentor zu sein. Also im Grunde mein ganzes Wissen, was ich gesammelt habe, über Goldplay, über unsere Programme, über unsere Trainer, die wir ja auch bei uns im Unternehmen haben, diese ganzen Dinge an die jungen Leute, nicht nur die jungen Leute, sondern natürlich auch an die Amateurspieler, irgendwo weiterzugeben, sie besser zu machen und im Grunde sie auf ihrer Heldenreise, wie wir das ja bei uns nennen, zu begleiten. Wie ist es für dich jetzt als Unternehmer? Jedes Unternehmen fängt bei Null an. Du hast gesagt, du hast schon eine gewisse Unternehmererfahrung und vielleicht
bist du auch schon gescheitert, weiß ich nicht, vielleicht erzählst du davon, beziehungsweise was bedeutet das für dich jetzt nochmal Unternehmer zu sein, von null anzufangen, weil viele werden dich wahrscheinlich auch fragen, warum gehst du denn nicht zu Bayern München zurück? Das habe ich mir gedacht, das ist immer die Frage kommt immer, warum gehst du nicht zu Bayern München, warum wirst du nicht Manager in irgendeinem Fußballverein? Ja, das ist sicherlich auch interessant. Aber ich habe schon sehr, sehr früh gemerkt, auch schon während meiner aktiven Zeit, und du hast es gesagt, schon das ein oder andere Unternehmen ja auch gegründet, dass das unheimlich viel Spaß macht, dass das unheimlich viel Freude macht und ich einfach Dinge, also zu sehen, wie sich Dinge entwickeln und zu sehen, wie man Dinge mit anderen zusammen aufbaut, finde das unheimlich befriedigend. Ich finde, das macht wahnsinnig, es bringt wahnsinnig viel Energie und ja, Scheitern, klar, das ist natürlich Bestandteil des Ganzen. Ich habe es gerade gesagt, das ein oder andere war schon dabei. Auch ich bin schon mal auf die Nase gefallen mit dem ein oder anderen Unternehmen. So what? Da geht es halt darum, und das ist ja eine schöne Parallele auch zum Hochleistungssport, wo man ja auch eigentlich, außer man spielt bei Bayern München, wo man ja auch ständig am Scheitern ist. Ja, und da geht es eben darum, relativ schnell dann wieder in die Spur zu kommen. Natürlich ist das schmerzhaft, natürlich tut das weh. Ich finde auch diese Bagatellisierung des Scheiterns nicht ganz richtig. Wie wir es ja so ein bisschen aus den USA kennen, ganz so leicht ist es nicht. Also wer das mal erlebt hat, wahrscheinlich, wir haben ja viele Gründer auch heute unter uns, der ein oder andere hat das sicherlich mal erlebt. Ja, das tut weh und das wieder aufstehen und weitermachen, das erfordert schon auch eine Menge Power, eine Menge Kraft und vor allem auch ein sehr, sehr gutes Umfeld. Was waren deine größten Ups und Downs, wo du sagst, oder auch jetzt, wenn du sagst, jetzt beim neuen Unternehmen, das es erst seit Oktober 2016 gibt? Also die härteste Arbeit war, als mein jetziger Geschäftspartner mir vor, glaube ich, 2 Jahren einen 120-seitigen Businessplan geschickt hat. Jui. Ja, auch das gibt es noch, dass Leute einen 120-seiten dicken Businessplan schreiben. Ich habe dann gedacht, okay, schon wieder so ein Märchen oder Märchenstunde, wissen wir alles, was da so in Businessplänen alles drinsteht. Aber ich habe dann mich dran gemacht und gedacht, okay, eine Torwartmarke, ja, könnte durchaus zu mir passen. Und habe das dann mal angefangen zu lesen und irgendwann habe ich dann sehr, sehr schnell gemerkt, wow, das ist ja tatsächlich ein hochspannendes Geschäft. Wir haben vorhin das Wort Internationalisierung ja auch gebraucht und es hört sich immer ganz toll an, aber im Fußball, der ja mittlerweile auch ein investmentfähiger Sektor geworden ist, im Fußball die Internationalisierung, da spreche ich vor allem von 2 Ländern, nämlich einmal von China, einmal von China, die ja ganz, ganz groß in den Fußball rein wollen. Also wenn die Zahlen stimmen, dann spricht man im Moment davon, dass die, weil der Vereinsfußball dort noch nicht so aufgebaut ist, bauen die im Moment über 20.000 Soccer-Camps auf. Okay. Und wer die Chinesen kennt, der weiß, das ist nicht irgendeine Kleinigkeit. Also die wollen voll in Fußball gehen und in den USA haben wir das gleiche Bild, die MLS, die Major League Soccer. Auch die prosperiert, auch die entwickelt sich weiter und das sind für uns natürlich, da wir ja diese Nische Torspieler, Torwart besetzen, das ist für uns natürlich, das sind super spannende Märkte, in die wir über kurz oder lang natürlich rein wollen. Also da geht noch was. Also wenn es Investoren jetzt im Publikum gibt, dann ratst du auch in den Bereich Fußball oder Technologien oder auch, ja, wir sind ja noch eine Weile da, gell? Genau. Oder eine 120-Seiten-Geschichte mailen. Müssen sich halt da durchkämpfen dann. Ja, im Fußball hast du so ziemlich alles erreicht, was man erreichen kann. Wenn du jetzt deine Karriere im Fußball ein bisschen vergleichst, auch mit dem Unternehmersein oder Unternehmertum, gibt es da Parallelen, die man ziehen kann? Was ist ähnlich oder was kannst du an Stärken mitnehmen? Was unterscheidet sich total? Ja, ist immer schwierig. Es gibt Dinge, die sind sehr, sehr ähnlich, habe ich jetzt so ein bisschen angedeutet. Es gibt aber auch Dinge, die sind jetzt völlig unvereinbar miteinander. Ich glaube, was wirklich extrem ähnlich ist, ist das Team. Dass es einfach darum geht, in der Fußballmannschaft hat man ja unterschiedliche Charaktere. Man hat die Führungsspieler innerhalb der Mannschaft, man hat die Kollektivspieler, die etwas unauffälligeren, man hat die Individualisten, die ganz kreativen Spieler in seiner Mannschaft und so ist es. Ja, im Grunde in einem Unternehmen auch. Auch da habe ich unterschiedliche Menschen, Leute, die ich motivieren muss. Es gibt die Kreativen, es gibt die sehr strategisch Ausgerichteten. Aber letztlich ist das alles Entscheidende,
nützt mir ja nichts, wenn ich lauter Strategen nur in meiner Mannschaft habe oder die mir jeden Tag von ihren Visionen, was ja auch in Ordnung ist, aber bitte nicht jeden Tag, sondern entscheidend sind natürlich auch die operativen Leute, die es auf die Straße bringen, die Dinge wirklich umsetzen und die operativen, ich nenne es mal jetzt ein bisschen überspitzt, die operativen Eier jeden Tag einfach auch haben müssen, damit die Ziele eben auch... Ja, damit die Ziele eben auch erreicht werden können. Ja, das verstehe ich. Das ist auch, auch operativ oft harte Arbeit. Hast du es sehr schön ausgedrückt. Ich mag deine blumige Sprache. Das bringt mich völlig aus dem Konzept. Wie hat sich denn dein Leben jetzt verändert als Unternehmer, Mentor im Vergleich zu früher? Ich meine, du machst ja auch noch den TV-Job, der auch viel Zeit kostet. Da bist du auch viel unterwegs. Also das frage ich mich auch jeden Tag. Manchmal denke ich so, also früher war es einfacher. Da hatte ich nicht so viel zu tun beim FC Bayern im Tor. Sein Trainingsplan gehabt. So, ja, da. Wie das jetzt teilweise heute der Fall ist. Aber ja, ich glaube, die alles entscheidende Frage ist, ich werde ja nicht gezwungen. Ich werde ja nicht gezwungen dazu, das zu tun. Und ich mache das sehr, sehr gerne. Und ich habe es vorhin gesagt, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wie wenn man morgens weiß, warum man aufsteht und wenn man dann eben zu seinem Job geht und sich jedes Mal, und das finde ich ist was Großartiges, sich freut, zu seinem Job zu gehen mit den Menschen, mit denen man da zusammenarbeitet und mit denen man eben Großes vorhat. Es gibt nichts Schöneres. Wir haben noch eine Minute 50 Zeit, also in unserem Zeitrahmen, in unserem vorgegebenen. Vielleicht einen Tipp an die Herrschaften im Publikum, die noch gründen wollen oder schon gegründet haben und in einer ähnlichen Phase stecken. Was ist denn dein Tipp oder was möchtest du den Gründern oder potenziellen Gründern mitgeben auf dem Weg? Also im Grunde, ich habe ja vorhin mal das Team angesprochen und ich habe mich ja auch früher schon als aktiver Spieler gefragt, ist es jetzt eigentlich schöner, das Ziel zu erreichen, also meinetwegen jetzt die Champions League zu gewinnen, Weltmeister zu werden im Fußball, Weltmeister zu werden, Europameister zu werden, oder ist der Weg, also das, was man mit seinen Jungs so alles erlebt, im Unternehmen natürlich auch, nicht nur Jungs, ist ja klar, was man da so alles erlebt, ist das nicht das, auf was es wirklich ankommt? Und ich glaube, wir sprechen viel von Sinn heutzutage, wir sprechen viel auch von Orientierung und ich glaube, ich wiederhole mich da gerne auch nochmal, zusammen, gemeinsam auf Ziele hinzuarbeiten und alles das miteinander auch zu erleben, was man auf so einem Weg erlebt, boah, das ist einfach großartig, das gibt einem auch jeden Tag die Energie, eben auch in schwierigen Momenten weiterzumachen und das lohnt sich absolut. Da würde ich sagen, da ist das Ding. Genau, Dankeschön. Nein, super, herzlichen Dank Oliver Kahn, dass du bei uns auf der Bits & Brezels Bühne zu Gast warst. Ich würde mal sagen, einen Riesenapplaus an Oliver Dankeschön. Kahn und Goldplay. Dankeschön. Danke für deine Insight. Ich würde dich bitten, wollen wir noch ein Foto, ein gemeinsames machen? Wollen wir gemeinsam mit Oliver Kahn auf dem Foto sein? Er ist das erste Mal bei Bits & Brezels. Wir müssen eine Erinnerung umdrehen und wir haben das Publikum mit drauf. Einfach Hände nach oben und winken oder so. 3, 2, 1. Das ist doch nett. Dankeschön, kriegst du auch. Könnt ihr auf dem Kanal von Oliver Kahn sehen. Herzlichen Dank und weiter geht's hier im Programm. Vielen Dank, Oliver.